Was sagt Maria Prejan über Liebe? Ist auch ein Kapitel, das Stunden füllen könnte. Ja. Mhm. Aber ich erzähle jetzt meine Erfahrung mit Liebe. Und ich glaube, Liebe ist eine Entscheidung. Mhm. Und wenn wir uns entscheiden zu lieben, so wie Jesus gelebt hat, dann folgen die Gefühle. Da kann ich jetzt nur ein Beispiel erzählen, das mir besonders bewusst wird. Ich habe in Amerika viele Jahre gelebt, 15 Jahre, und da war ich auch ziemlich viele Jahre in einem Hotel, dessen Besitzer alles eher als ein angenehmer Chef war. Und Gott hat mir gesagt, er lässt mich nicht weg von diesem Ort, bis ich den Mann liebe mit Agape liebe. Dann habe ich gesagt, Herr, dann gehe ich wahrscheinlich hier in Pension. Das war undenkbar. Das war ein Männerheld, wo die Haut ihn berührt hat. Der hat, also es war wirklich schlimm. Und ich wollte immer wieder weg. Und der Herr hat gesagt, bleib hier, bis du den liebst mit Agape Liebe. Mein Gebetskreis hat dafür gebetet. Ich sage es euch, ich habe alles getan. Und nach, ich glaube, es war 5 Jahren, habe ich gesagt, Herr, jetzt glaube ich, liebe ich ihn. Und der Herr hat gesagt, du hast ihn. Ja, wie gesagt, den kann ich nicht lieben. Der Kerl ist so unmöglich, ich kann ihn nicht lieben. Dann hat er gesagt, endlich wirst du echt. Endlich wirst du wahrhaftig. Dann habe ich gesagt, ja, Herr, ich kann es nicht. Dann sagt er, aber wer lebt in dir? Wow, dann ging mir ein Licht auf. Jesus lebt in mir. Und er ist die perfekte Liebe. Dann habe ich gesagt, okay, Herr, ab heute empfange ich deine Liebe für diesen Mann. Deine Liebe. Und er hat sie mir gegeben. Ja, es wäre eine lange Geschichte zu erzählen, aber letztendlich durfte ich den Mann auf dem Totenbett zu Jesus führen. Und er hat dann noch einige Jahre gelebt, aber in einem Altersheim. Und er ist gläubig gestorben. Obwohl er also wirklich ein Typ war, wo man geglaubt hat, wenn der zum Glauben kommt, dann ist es das größte Wunder auf der Welt. Aber er kam zum Glauben. Nur musste ich immer wieder die Liebe von Jesus empfangen, die er hat. Aber nicht Liebe, die nachgibt oder in Sünde fällt. Das ist nicht Liebe. Sondern Liebe, die Jesus uns gibt, die heilig und rein ist. Ja, also mach dich auf, wenn du Jesus in deinem Herzen hast, er ist die Liebe. Mhm. Und immer wenn wir an unsere Grenzen kommen, ganz gleich, ob das Geduld ist oder irgendetwas, und eben auch die Unfähigkeit zu lieben, dann tausche alles aus, was nicht mit dem Charakter Jesu übereinstimmt, und empfange Jesus und alles, was er in dir, mit dir und durch seine Auferstehung in dir ist. Und du wirst sehen, du wirst von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Noch ein anderes Beispiel. Mein Vater war eifersüchtig auf meine Beziehung zu Gott. Und er hat gewusst, ich liebe Gott mehr als ihn. Und er hat mich öfters des Hauses verwiesen. Und ich bin wieder hinten hereingekommen, lächelnd. Vorne hat er mich rausgeschmissen, hinten bin ich lächelnd hereingekommen. Hat meine Mama gesagt, also, ich schäme mich mit dir, Maria, du hast überhaupt keinen Stolz mehr. Sag ich, Mama, das ist eigentlich das größte Kompliment, was du mir machen kannst. Stolz passt nicht zu Menschen, die mit Gott gehen. Sag ich, aber warum hast du denn solche Probleme mit mir? Sagt sie, wenn mich jemand vorne rausschmeißt bei der Tür, komme ich hinten nicht mehr rein. Und du kommst wieder lächelnd herein. Dann habe ich gesagt, Mama, der Papa wirft nicht mich hinaus. Der wirft Jesus hinaus. Und der kommt wieder lächelnd herein. Der Herr Jesus vergibt. Der Herr Jesus hat Gnade ohne Ende. Und letztendlich durfte ich auch meinen Vater auf sein Verlangen 5 Tage vor dem Sterben zu Jesus führen. Und er ist in meinen Armen in die ewige Herrlichkeit abgeholt worden. Das war es wert, ihr Lieben. Wir sollen lieben, wie Jesus geliebt hat. Und Jesus hat am Kreuz noch über die, die ihn geschlagen haben, Dornenkrone aufgesetzt, verflucht, also alles haben sie gemacht, gekreuzigt.
Und da hat er noch gesagt, eines seiner letzten Worte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und in diese Liebe müssen wir Christen durchbrechen. Alles andere ist noch eine Unterstufe von Liebe. Ja? Okay? Aber auch in den Unterstufen lernen wir schon sehr viel. Okay? Aber heute möchte ich eben besonders über diese Liebe, die wirklich aus Gott geboren ist, sprechen. Und die lebt in dir, wie du dein Leben voll und ganz dem Herrn Jesus auslieferst. Dann bist du nicht mehr begrenzt in deinen menschlichen kleinen Fähigkeiten, sondern du bist fähig, alles zu tun, was Jesus getan hat. Und dann wirst du auch fähig werden, die Menschen, die dich beleidigen. Übrigens, Gott hat zu mir gesagt, solange man mich noch beleidigen kann, habe ich es notwendig. Und jetzt schaue ich immer, ob man mich noch beleidigen kann. Versuche es, es ist nicht mehr leicht. Denn ich weiß, Christus in mir ist meine Hoffnung auf Herrlichkeit. Wer mich beleidigt, beleidigt eigentlich Jesus. Und ich habe schon des Öfteren gesagt, Herr Jesus, tut mir leid, wie die dich heute wieder behandeln. Amen. Ihr Lieben, in Christus ist Liebe ohne Ende. Amen. Amen. Und er will, dass wir allen Menschen, die uns verletzen, die uns missbrauchen, dass wir ihnen vergeben, dass wir sie sehnen und dass wir sie lieben. Ja. So wie er die Menschen geliebt hat, die ihn ans Kreuz geschlagen haben. Shalom, shalom. Maria, ich danke von ganzem Herzen. Vielen, vielen Dank, dass du uns das alles erzählt hast. Danke, dass du da bist. Danke, dass es dich gibt. Der Herr segne dich mächtig in allem, was du jetzt in Zukunft wieder machst. Danke. Und ich freue mich einfach, dass du da bist. Ja. Weißt du, Monika, es gibt ein Wort, das heißt, die Schönheit ist in den Augen derer, die es sehen. Ja? Und weil du das in mir siehst, bist du von derselben Qualität. Oh. Sonst würde ich es nicht sehen. Danke. Amen. Aber Amen. Wisst ihr, ich glaube, es gibt Menschen auf Erden, wo man jetzt schon den Eindruck hat, Himmel auf Erden. Mhm. Wir fließen einfach in der Gnade Gottes. Amen. Wir fließen in seiner Freude. Wir wissen, wir sind angenommen, wir sind geliebt, wir sind gewollt. Amen. Wir müssen nichts voneinander betteln, oder, genau. sondern wir können nur geben, ja. Ja. Weil eben Christus unser Leben geworden Amen. Ist. Und das ist so schön. Das ist wunderschön. Es gibt nichts Schöneres. Und wie viele Menschen vermissen eigentlich den Großteil, weil sie immer von anderen Menschen erwarten, dass sie glücklich machen. Mhm. Weißt du, in der Bibel steht, verflucht ist der Mensch, der auf Menschen vertraut. Mhm. Ja. Oder habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Genau. Es geht immer um ihn zuerst. Es ist eine absolute, weißt du, erste Liebe, ohne Konkurrenz. Mhm. Und dann kommt alles auf den richtigen Weg. Und er gibt uns alles, was wir brauchen, füllt uns mit allem, sodass ich dann nicht bei dir baggern muss, sondern ich darf dich lieben. Amen, und ich auch. Ja, das tust du. Eben. Und Gott führt Beziehungen zusammen. Ja. Und ich glaube, diese Beziehung von uns ist auch vom Himmel organisiert. Amen. Ja. Und im Himmel haben wir nebeneinander ein Häuschen. Halleluja, darauf freue ich mich jetzt schon. Amen. Amen. Und vielleicht ist es gar nicht so weit weg, Monika. Wäre schön. Wäre schön. Jesus sagt, er kommt bald. Das hat er zwar schon 2000 Jahre gesagt, aber jetzt sind wir ganz nah dran. Wir sind ganz nah dran. Ich danke dir, Gottes Segen. Danke dir. Wie du immer sagst. Und danke für alles. Shalom, shalom. Shalom, shalom.